Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video zum perfekten Start in Farm Together 2. Wenn ihr mit dem Spielen beginnen wollt, müsst ihr zunächst eine neue Farm erstellen. Hier könnt ihr dann auswählen, ob ihr die Farm offline spielen wollt. Dann könnt nur ihr darauf zugreifen. Ob ihr das Ganze online, aber privat spielen wollt, dann könnten theoretisch alle eure Steam-Freunde beispielsweise oder später auch auf den Konsolen die Freunde Zugriff bekommen. Oder aber ihr stellt das Ganze öffentlich, dann seid ihr in einer ganz öffentlichen Liste drin und jeder kann eure Farm betreten. Im nächsten Fenster müsst ihr euch einen für euch schönen Namen überlegen, der dann eure Farm repräsentieren wird. Wenn ihr nun auf eure Farm klickt, dann seht ihr dieses Bild hier. Hier habt ihr schon die erste Möglichkeit, Dinge einzustellen. Und zwar könnt ihr hier nochmal ändern, ob ihr offline spielen wollt, öffentlich oder privat. Und ihr könnt hier auch nochmal einstellen, welche Zugriffsrechte für eure Freunde beispielsweise gelten und welche Zugriffsrechte für Gäste gelten. Das sind dann alle, die euch beitreten können, die nicht in eurer Freundesliste sind, wenn ihr die Farm auf öffentlich gestellt habt. Des Weiteren gibt es hier unten auch nochmal einen Button, wo ihr draufklicken könnt, wo ihr die benutzerdefinierten Rechte einstellen könnt. Die könnt ihr dann zum Beispiel standardmäßig für eure Freunde benutzen, zu denen ihr Vertrauen habt und denen ihr aber nicht direkt alle Rechte geben möchtet, als Beispiel. Wenn ihr nun eine neue Farm gestartet habt, dann könnt ihr euch natürlich ein bisschen an das Tutorial halten. Da sind gute Tipps drin, was euch erklärt wird, wie ihr euch bewegt, wie ihr das Ganze ja benutzen könnt. Wenn ihr aber schon Profi im Spiel seid, davon gehe ich jetzt in diesem Video noch nicht aus, sondern dass ihr das erste Mal spielt, dann könnt ihr auf Escape drücken und hier auf Tutorial überspringen. Und wenn ihr das dann nochmal bestätigt, dann habt ihr das Tutorial ausgestaltet und dann könnt ihr das Spiel, ja, ohne Anleitung, sage ich jetzt mal, genießen. Was ich persönlich immer zuerst mache, wenn ich neu in eine Farm reinkomme, ist, ich suche mir eine Stelle aus, die schön eben ist, also sprich die flach ist und wo ich einige Bäume nebeneinander hinstellen kann. Ihr habt immer von allen etwas, wenn ihr eine neue Farm startet. Und hier zum Beispiel ist eine schöne ebene Stelle. Ihr könnt dann entsprechend beispielsweise die Bäume, die überall verteilt stehen, markieren und auf eine Stelle stellen. Ihr könnt es natürlich auch so lassen, wie ihr das möchtet. Also wenn die hier so kreuz und quer drin stehen und ihr sagt, ihr findet das schön, müsst ihr natürlich nicht auf eine Stelle stellen. Ich mache es nur, weil es für mich effektiver ist, weil beispielsweise diese Form hier ist eine 3x3 Form. Das heißt, wir haben drei Bäume nebeneinander nach rechts, drei Bäume nach oben vom Feld her. Und genau so sieht später euer Bereich aus, wenn ihr den Traktor bekommt. Entsprechend bearbeite ich dann immer alles, dass das Ganze am einfachsten zu handhaben ist und am schnellsten auch abzufarmen ist. Da müsst ihr natürlich das so handhaben, wie ihr möchtet. Ob ihr das jetzt alles so zusammenstellt oder ob ihr die so schön, ja, zufällig, wie sie halt stehen, wie ihr hinten zum Beispiel im Beispiel einfach stehen lassen wollt und alle einzeln abfarmen wollt, das ist euch natürlich selbst überlassen. Dann kann ich euch nur sagen, nutzt den Brunnen. Der Brunnen braucht immer 2 Minuten genau, bis er wieder aktiv ist und ihr erhaltet immer 25 Geld. Hört sich erstmal nicht nach viel an, aber wenn ihr immer wieder zwischendurch dahin lauft, wenn ihr gerade nichts zu tun habt oder hier dran vorbeilauft, wo er steht, dann könnt ihr immer wieder die 25 Geld holen und es ist vielleicht schon mal der Unterschied zwischen ich kann noch was anbauen in dieser Jahreszeit oder ich muss warten bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder was anbauen kann. Dann ein Tipp für alle, die den ersten Teil kennen von Farm Together. Wenn ihr eure Tiere füttert, kostet das kein Geld mehr. Es kostet nur noch Ressourcen. Was allerdings dazu führt, dass ihr diese Ressourcen natürlich haben müsst. Das ist dann unterschiedlich. Zum Beispiel die Kühe verlangen Salat. Die Schweine wollen, soweit ich mich erinnern kann, Gemüse haben. Und die Hühner benötigen Weizen.
Da könnt ihr dann aber aus verschiedenen Quellen die Rohstoffe nehmen. Beispielsweise direkt von Anfang an habt ihr diesen Mais hier schon, den ihr anpflanzen könnt. Wenn ihr den anpflanzt, dann erhaltet ihr auch, ich sag mal, Weizen als Überbegriff. Und dementsprechend könnt ihr die Hühner von Anfang an schon füttern. Kühe theoretischerweise auch, da der Salat schon von Anfang an vorhanden ist. Allerdings werdet ihr die Kühe erst später freischalten können. Wenn ihr auf dem PC Q drückt und dann beispielsweise hier das dritte für die Tiere, da habt ihr dann auch eine schöne Übersicht, ab welchem Level ihr die entsprechenden Tiere freischalten könnt. Allerdings muss man dazu sagen, was man hier unten mit Fragezeichen sieht, das sind die Tiere, die ihr noch nicht freigeschaltet habt, die aber auf dem Level, was jetzt unten rechts in Rot, als roter Stern angezeigt wird, die müsst ihr dann dementsprechend freischalten, hochleveln auf diese Level, damit ihr dann die entsprechende Weiterführung davon ebenfalls freischalten könnt. Also im Beispiel von dem zweiten Huhn, was man hier sieht, dafür benötigt ihr einmal das Spieler Level 8 und ihr müsst dieses weiße Huhn hier links, dieses Leghornhuhn, müsst ihr auf Level 5 hochgelevelt haben. Wenn ihr euch ein bisschen umseht im Menü beispielsweise, dann seht ihr, dass man unterschiedliche Zahlungsmittel hat. Die meisten Sachen werden zum Beispiel mit Edelsteinen bezahlt oder auch wie hier vorne beispielsweise Obst und Gemüse und so weiter. Das wird alles mit Geld bezahlt. Aber es gibt auch noch die Möglichkeiten, mit diesen Medaillen zu bezahlen. Wir haben hier einen Schnellreisepunkt. Die sind sehr nützlich, vor allen Dingen, wenn die Farm immer größer wird, aber auch sehr teuer, weil sie kosten jeweils 4 Medaillen. Diese werdet ihr aber zu Beginn noch nicht so schnell erhalten. Deswegen spart euch das auf, baut nicht diese Schnellreisepunkte, weil eure Farm am Anfang ohnehin erstmal noch sehr klein bleiben wird. Spart erstmal bis Level 5 auf, alles was ihr so kriegen könnt durch die Quests. Und dann holt ihr euch unter anderem den Traktor. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Wenn ihr auf L drückt am PC, dann erhaltet ihr hier ein Brett mit einem Questverlauf. Das wird sich im Laufe der Zeit aktuell bis 4 insgesamt hochsetzen, also dass ihr mit der Zeit dann mit steigenden Level 4 davon gleichzeitig erhaltet. Ich hoffe, dass es wieder später eine Möglichkeit geben wird, das Ganze nochmal zu erweitern durch eine spezielle Arbeitsagentur. Steht aber bisher noch nicht hundertprozentig fest. Wenn ihr euch eure Questverläufe anseht, dann seht ihr hier schon, wir haben 10 Salat gerade bei uns auf der Farm. Wir müssen aber insgesamt 20 gepflanzt und geerntet haben, damit wir eine Medaille erhalten. Hier unten könnt ihr übrigens dann auch dafür sorgen, wenn ihr sagt, zum Beispiel Tiere habe ich gar nicht auf der Farm, das würde zu lange dauern, dann könnt ihr die verwerfen. Allerdings könnt ihr dann für eine gewisse Zeit lang keine Quest mehr verwerfen, also macht es wirklich nur im Notfall. Ansonsten, wenn ihr mehrere Quests habt, könnt ihr entsprechend eine von denen anpinnen bzw. die vom Pin aus wieder lösen. Wenn das Ganze angepinnt ist, seht ihr hier rechts oben dann so eine kleine Notiz, wo dann draufsteht, was ihr alles genau für die aktuelle Quest benötigt. Ein sehr wichtiger Hinweis ist noch, lasst eure Felder nie leer stehen, wenn ihr den PC ausschaltet. Wenn ihr natürlich jetzt wisst, okay, ich habe jetzt noch eine Stunde oder zwei Zeit, um jetzt noch weiter zu spielen, dann könnt ihr natürlich auch gerne entsprechend anders handeln. Wenn ihr allerdings sagt, okay, ich gehe jetzt in 10 Minuten ins Bett, dann bis morgen früh, ich sage jetzt mal 8 Stunden, 10 Stunden, kann ich dann nicht mehr spielen oder vielleicht erst dann auch bis zu der Zeit, wenn ich von der Arbeit komme oder wenn ich von der Schule nach Hause komme. Dann könnt ihr das entsprechend ein bisschen ausrechnen und sowohl am Anfang wie auch später natürlich, da habt ihr dann die größere Auswahl, da könnt ihr dann Sachen anbauen, die länger dauern. In diesem Fall haben wir jetzt natürlich gerade erst angefangen, sind noch auf Level 1 und haben nicht so viel Auswahl. Später werden dann aber noch andere Sachen hinzukommen, wie beispielsweise die Melonen, die etwas länger brauchen, oder auch Weizen bzw. später dann Roggen und Gerste. Das sind die verschiedenen Formen davon.
Die brauchen auch etwas länger, wenn auch nicht mehr so lange wie im ersten Teil, glücklicherweise. Aber zum Beispiel auch die Kürbisse, das müsste das hier sein, die brauchen, ich glaube, 12 Stunden insgesamt. Die kann man noch verkürzen, indem ihr gießt. Aber wenn ihr zum Beispiel über Nacht, wenn ihr das Geld gerade habt und über Nacht sowieso nichts machen müsst, dann könnt ihr das reinmachen, was zu der Zeit dann passt. Also zum Beispiel 8 Stunden oder 12 Stunden. Dann kommt ihr wieder und könnt das Ganze dann abfahren. Auch wichtig für euch zu wissen, wenn ihr eure Erträge hier gießt, also das, was ihr angebaut habt, dann verkürzt ihr damit die Zeit. Allerdings in erster Linie nur, wenn wirklich diese Gießkannen oben drüber sind. Wenn ihr gerade gegossen habt und dann nochmal zum Beispiel gießen würdet, dann geht die Zeit nicht runter, beziehungsweise es geht da nur ganz, ganz wenig runter. In diesem Fall waren es jetzt, glaube ich, 10 Sekunden, die jetzt nochmal runtergegangen sind, weil es der Salat ist. Der ist sehr, sehr schnell fertig. Andere Sachen, die jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde oder Stunde dauern würden, die könnte man so schnell gar nicht mehr nachgießen. Ihr müsst immer darauf achten, unten links neben dem Salat jetzt in diesem Fall ist dieser Wassertropfen. Da seht ihr, hier ist das Feld komplett leer. Wenn wir einmal gießen, dann ist es voll und das wird dann mit der Zeit immer weiter runtergehen. Beim Salat kann man das alles sehr schön sehen, weil ja die Zeit da halt sehr, sehr schnell vergeht. Ich kann euch nur empfehlen, achtet darauf, dass ihr immer genug anbaut für die Quest. Aber achtet auch darauf, dass ihr gerade im Anfangsstadium auch von den anderen Sachen immer ein bisschen was auf dem Feld drauf habt, das ihr dann abernten könnt. Weil zum einen sind die Sachen natürlich unterschiedlich fertig und zum anderen könnt ihr dadurch die Zeit, bis ihr wieder auf eine neue Quest hinarbeiten könnt, beziehungsweise die abgearbeitet habt, verkürzen. Beispielsweise hier mit den Karotten. Wenn ich jetzt eine Quest kriegen würde, wo drin steht, ich brauche 10 Karotten, kann ich diese im Moment noch nicht machen, weil wir uns jetzt im Sommer befinden. Aber das ist die einzige Jahreszeit ist gerade, wo ich diese Karotten nicht anpflanzen kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier 10 Karotten bräuchten und wir hätten jetzt hier zum Beispiel dieses Feld bereits voll gemacht, hätten wir einfach die 10 Karotten abernten können und hätten dann schon wieder die nächste Quest unter Umständen erledigt. Was ihr immer beachten solltet bei den Bäumen. Die Bäume sind zu unterschiedlichen Jahreszeiten immer reif. Das ist ein bisschen anders als beim Gemüse oder bei den Tieren beispielsweise, die immer eine gewisse Zeit brauchen. Im Endeffekt brauchen die auch eine gewisse Zeit, wenn man sich jetzt mal hier ranstellt, die brauchen jetzt noch 45 Minuten. Aber das kann auch unterschiedlich sein. Wenn ihr nämlich hier auf diesen Reiter Bäume geht, da seht ihr dann zum Beispiel bei dem Apfelbaum, den könnt ihr in jeder Jahreszeit neu ernten. Aber zum Beispiel der Zitronenbaum hier oder der Birnenbaum hier, wenn ihr die dann freigeschaltet habt, ist in anderen Monaten nur erntebar. Ich glaube, bei den beiden ist es so, dass die zwei Jahreszeiten immer nur geerntet werden können. Ich glaube auch unterschiedliche. Und wie gesagt, den Apfelbaum kann man in allen 4 Jahreszeiten ernten. Das heißt, wenn ihr länger am PC sitzen solltet oder später auch an den Konsolen, dann müsstet ihr immer mal gucken, wenn die Jahreszeit sich geändert hat, welche Bäume sind jetzt gerade wieder aktiv, beziehungsweise welche kann man denn abernten. Was ihr auch beachten solltet, ihr müsst es bis zum Ende der Jahreszeit machen. Weil bei der neuen Jahreszeit, also beim Apfelbaum, wie gesagt, ist es nicht schlimm, weil der ja in jeder Jahreszeit erntebar ist. Aber wenn es zum Beispiel der Zitronenbaum wäre, wenn ihr gerade hier so am Abernten wärt, ich sage jetzt mal, das sind 9 Zitronenbäume und jetzt auf einmal würde die Jahreszeit umspringen in eine Jahreszeit, wo die Zitronenbäume nicht aberntbar sind, dann würden die restlichen 3 hier einfach weggehen. Also die kann man nicht mehr ernten in dem Moment. Da müsst ihr dann immer ein bisschen drauf achten, ist die Jahreszeit schon am Ende oder noch am Anfang und worum sollte ich mich jetzt als erstes kümmern, weil zum Beispiel Tiere brauchen nur ihre Zeit, sei es jetzt die Hühner beispielsweise, also die Farmtiere, sage ich mal, oder die Fische. Die könnt ihr also jederzeit euch drum kümmern. Bei Blumen ist es genau das Gleiche. Die brauchen auch eine gewisse Zeit. Die haben also diesen Jahreszeit unabhängig. Und nach dieser gewissen Zeit könnt ihr dann auch die Blumen, ja, ich sag mal, ernten.
Und das heißt, die könnt ihr dann theoretisch auch bis zuletzt stehen lassen, wenn ihr ein bisschen unter Zeitdruck seid, zum Beispiel das letzte bisschen jetzt noch vom aktuellen Monat oben übrig habt. Dann solltet ihr euch erst um die Bäume kümmern und dann um alles andere danach. Beziehungsweise, wenn ihr immer das Gleiche wieder aufs Feld drauf machen wollt, was ihr gerade abgeerntet habt, dann müsst ihr da natürlich auch drauf achten, welche Jahreszeit habt ihr gerade und kann ich es in der nächsten Jahreszeit noch anpflanzen. Was ihr auf jeden Fall auch beachten solltet bei eurer Farm, wenn ihr Blumen kauft, sind das sogenannte Einmalinvestitionen. Das heißt, ihr müsst einmal die Blume kaufen. In diesem Fall wären das jetzt 180 pro Feld für die Blume. Die Rose, die braucht jetzt beispielsweise eine Stunde, bis sie dann wieder reif ist, dass man sie wieder ernten kann. Und da würde man jetzt bei jedem Feld mit jedem Mal, wenn man die Blume ernten würde, 40 Geld zurückbekommen. Und entsprechend natürlich eine Blume, also das ist dieses Blumensymbol in der Mitte, da gibt es auch verschiedene Farben noch von. Und 9 XP jedes Mal. Das Ganze, genauso wie bei allen anderen auch, erhöht sich übrigens im Laufe der Zeit, je höher das Level von den einzelnen Positionen, also wie jetzt hier zum Beispiel von der Rose ist. Auch wichtig, ihr könnt im Laufe der Zeit einiges an Dekogegenständen freischalten oder auch Zäune bzw. Straßen. Ich kann euch nur empfehlen, macht es nicht. Also das Einzige, wo ich noch ein Auge zudrücken würde, wäre noch ein Gästebuch, wenn man wirklich einen gewissen Zeitrahmen überschritten hat, ein paar Edelsteine regelmäßig reinkommen, dass man sagt, okay, ich mache einmal, gebe ich die Edelsteine aus für ein Gästebuch, weil ich will unbedingt, dass meine Freunde oder so da sich eintragen können. Das finde ich noch grenzwertig, das finde ich noch okay. Alles andere solltet ihr tatsächlich erst später machen. Weil es kostet einfach nur Edelsteine und gerade am Anfang braucht ihr die nötiger denn je. Eine andere Einmalinvestition sind Fische. Und zwar, wenn ihr Fische kauft, wie jetzt beispielsweise diesen Clownsfisch, da müsst ihr dann auch nur in Anführungszeichen nur 175 Gold ausgeben. Den könnt ihr aber immer nach 2 Jahreszeiten, nachdem dann wieder geangelt wurde, wieder angeln. Jetzt ist es so, für alle die, die vielleicht den ersten Teil kennen, dass man nur noch einmal pro Fischteich draufdrücken muss und dass man alle Fische auf einmal angelt. Das ist eine sehr, sehr gute Verbesserung im Vergleich zum ersten Teil, wo man wirklich jeden einzelnen Fisch neu angeln musste, egal wie viele drin waren und sei es, dass 300 in einem Teich drin waren. Und es ist mittlerweile so, dass immer genau die Anzahl von Fischen, die angelegt worden. In diesem Fall ist das ein Teich von 6 Fischen, dass auch genau die Anzahl rausgeangelt wird. Das heißt, wenn die jetzt reif werden in 3 Minuten und ich drücke einmal drauf, wird mein Char den Köcher rausholen, einmal quasi aufs Wasser draufschlagen. Ja, das ist tatsächlich die Animation. Die hüpfen dann alle freudig in die Höhe und es würden 6 Fische geangelt werden. Damit könnt ihr natürlich noch besser gucken, dass ihr eure Quest zu Ende bekommt. Wenn ihr zum Beispiel nur 9 Fische habt, ihr braucht aber 10 für eine Quest, dann könnt ihr noch schnell eine Kachel mehr, also Kachel ist immer einmal so ein Viereck, einmal mehr dazu bauen und dann könnt ihr im Endeffekt in einmal direkt 10 daraus angeln. Gerade am Anfang des Spiels werdet ihr oft dieses Bild hier in der Mitte haben, dass euer Bestand voll ist. Das passiert sehr schnell, weil euer Lager sehr, sehr klein ist. Übrigens im Laufe des Spiels leider auch nicht viel größer wird, aber euch doch schon so einiges erleichtern kann. Wenn ihr die Tab-Taste gedrückt haltet, dann öffnet ihr dieses Bild hier vom Inventar. Und ihr seht wirklich, es ist sehr, sehr gering. Je nachdem, wie ihr eure Farm aufbauen wollt, wenn ihr kleinere Plätze anbauen wollt, dann beschleunigt ihr natürlich nicht den Anbau, das heißt, da müsst ihr mehrere kleine Schritte gehen und das Ganze wird länger dauern. Dementsprechend sollte man schon darauf aus sein, längere Streifen anzulegen, zum Beispiel vom Obst, vom Gemüse und so weiter, um die dann auch entsprechend in höheren Mengen anpflanzen und auch entsprechend ernten zu können. Ihr seht jetzt oben, der Salat ist komplett voll. Was es im Farm Together 2 gibt, ist
das Dorf. Und zwar drückt ihr M für die Karte. Ihr könnt übrigens mit Steuerung ein bisschen rauszoomen, sodass dann die ganze Karte in eurem Bereich angezeigt wird. Dann könnt ihr Y drücken oder hier oben hin zur Stadt reisen. Und das sieht dann so aus. Das ist übrigens auch der nächste Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Zum einen sind hier diese Häusersymbole. Sieht so ein bisschen aus wie Haus zu verkaufen. Da könnt ihr draufklicken und ihr seht hier schon eine ganze Liste an Sachen, die man mit der Zeit bauen kann. Die zwei wichtigsten Dinge, die sind jetzt schon mal freigeschaltet. Wir haben ja jetzt die erste Medaille freigeschaltet und das ist ganz wichtig, dass ihr die nirgendwo anders ausgibt, sondern wenn ihr die erste Medaille habt, erstmal hier ins Dorf geht, weil ihr eine Garage bauen könnt. Dafür brauchen wir nämlich genau eine Medaille. Wie ihr rechts schon lesen könnt, Funktion freischalten, Traktor. Ihr haltet damit die Funktion, dass ihr einen Traktor benutzen könnt. Da wird nochmal nachgefragt, ob ihr die bauen wollt und dann könnt ihr das Ganze aufbauen. Diese, Hängeschilder, die findet ihr überall in der Stadt. Hier ist eins, hier ist nochmal eins, hier auf der Rückseite sind nochmal zwei. Also die könnt ihr tatsächlich überall so drumherum finden. Und da könnt ihr dann immer eure Läden hinstellen. Ich werde jetzt den zweiten Laden hierhin machen. Und zwar ist das ein Gemüseladen. Der kostet genau 1000 Goldgeld, wie auch immer. Und wenn man den einmal gebaut hat, dann kann man draufklicken und diese Sachen verkaufen, die hier angezeigt werden. Beziehungsweise eben auch hier angezeigt werden. Hier links seht ihr dann, wie viel ihr im Inventar habt. Dadurch, dass wir das jetzt gebaut haben, ist unser Inventar größer geworden. Das heißt, vorher waren wir mit 25 komplett voll vom Salat. Und jetzt haben wir ein etwas vergrößertes Inventar, nämlich auf 65. Wenn wir nun genug Ressourcen hätten, also 2500 Geld und nochmal den Salat dazu, könnten wir das Ganze verbessern und somit auf Stufe 2 aufwerten. Wie ihr sehen könnt, die Lagerkapazität erhöht sich, dazu komme ich gleich nochmal. Es füllt sich etwas schneller auf und die Inventare im Einzelnen, aber nur von den hier angezeigten, werden nochmal ein bisschen erhöht. In diesem Fall jetzt um 20er Schritte. Bei anderen ist es auch stellenweise um 10er Schritte, dass das Ganze erhöht wird. Wir können es jetzt natürlich nicht verbessern, wir können nur verkaufen. Ihr seht schon, die Sachen, die rot sind, die können wir nicht verkaufen, weil wir die nicht haben, beziehungsweise hier vom Gemüse haben wir nicht genug, weil das Ganze kann man nur in 10er Schritten verkaufen. Deswegen hier vor auch die 10. Und für alle 10er, die wir verkaufen, bekommen wir 5 Edelsteine. Jetzt achtet aber mal hier unten auf den Händler, wenn ich davon eins verkaufe. Es geht hier runter. Das heißt, die Edelsteine, die wir dadurch bekommen, werden hier abgezogen. Und hier unten steht dann, wie lange das Ganze braucht, um sich wieder aufzufüllen. Je mehr ihr das Ganze natürlich verbessert, umso mehr könnt ihr im Endeffekt verkaufen, beziehungsweise umso höher wird dann euer Lager. Hier unten steht auch Steuerung mal 1. Wenn wir jetzt nochmal Steuerung drücken oder hier unten drauf drücken, dann können wir direkt mal 5 verkaufen. Das heißt, hier oben in 50er Schritten. Wenn wir jetzt also ein großes Inventar haben, können wir direkt in 50er Schritten verkaufen. Oder auch in 100er Schritten, wenn wir weiterklicken. Und wenn wir nochmal weiterklicken, dann haben wir Max. Das wäre jetzt in dem Fall 10, weil wir jetzt nicht so viele haben. Und noch einmal klicken, das wäre dann wieder in einer Schritten hier unten angegeben, aber das sind dann immer 10 Stück als Päckchen. Was für euch später auch noch wichtig sein wird, das sind die Leute, die hier rumlaufen. Und zwar sind das die Quests, die sich, ich glaube, einmal am Tag erneuern. In dem Fall haben wir jetzt wahnsinnig Glück, weil wir haben genau das, was sie haben möchte und würden 11 Edelsteine dafür erhalten. Macht das auf jeden Fall. Edelsteine kriegt man sehr, sehr wenig vergleichsweise in diesem Spiel. Und wenn mal irgendjemand kommt und was gegen Medaillen austauschen möchte, macht das auch auf jeden Fall. In meinem Fall werde ich jetzt hier auch Ja drücken, weil Äpfel werden wir noch genug bekommen im Laufe der Zeit. Aber Geld haben wir am Anfang natürlich etwas weniger, brauchen wir aber immer wieder, um natürlich neue Sachen pflanzen zu können. Wenn ihr hier in dem Bereich dann auf M drückt, dann seht ihr eine Karte von der Stadt und da ist es meistens so, mit steigenden Leveln natürlich immer mehr, dass so ein, zwei hier anfangs rumlaufen und später, je höher euer Level ist,
Dann kann hier oben mal einer stehen mit einer Quest. Hier laufen meistens so ein bis zwei rum und hier laufen meistens so ein bis zwei rum. Manchmal laufen sie auch kreuz und quer und dann findet man die alle hier in der Mitte wieder. Da müsst ihr dann mal drauf achten. Ja, wenn ihr nun wieder zurück auf eure Farm gereist seid, kommt der große Moment. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass wir nun einen Traktor haben. Und ihr seht oben links neben meinem Spielerlevel, also neben meinem Icon und dem Spielerlevel, findet ihr jetzt eine volle Anzeige mit einem Benzinkanister. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Anzeige vorher schon zu sehen war und einfach nur leer war oder nicht. Das müsste ich jetzt selber mal nachschauen. Auf jeden Fall ist die jetzt voll und wir können ihn auch benutzen. Und zwar macht ihr das Ganze am PC, indem ihr einmal auf V drückt und da seht ihr jetzt schon, euer Feld hat sich vergrößert. Wer jetzt gut zugehört hat, weiß noch, was ich da hinten über dieses 3x3-Feld bei den Bäumen gesagt habe. Das kann ich euch auch hier vorne, ne, hier vorne jetzt nicht, weil die nicht alle fertig sind, aber hier zum Beispiel zeigen. Ich könnte jetzt im 3x3er-Feld gießen. Mache ich jetzt aktuell nicht, weil ich möchte jetzt hier erstmal was setzen. Denn wir haben jetzt die Jahreszeit geändert und wir haben ja eine Quest mit den Karotten. Das heißt, ich drücke einmal, um das Ganze, was markiert ist, abzuernten. Drücke nochmal, um das Ganze wieder aufzufüllen von der Erde her. Muss dann gucken, dass ich hier relativ mittig stehe. Drücke nochmal und ich habe alle Felder hier jetzt mit Karotten bepflanzt. Das Gleiche machen wir dann hier oben. Und schon kann man oben rechts eigentlich sehen, dass es mehr als 9 sind. Ah, jetzt ist es aktualisiert. Jetzt sind es 15. Und der einzige Nachteil ist nur, dass am Anfang und gerade auch, wenn euer Spielerlevel noch kleiner ist und ihr sehr wenig Tankstellen noch habt, in diesem Fall jetzt gar keine Tankstelle, dass das ganz, ganz schnell oben leer ist, die Anzeige, und sich auch nicht schnell auffüllt. Ja, es füllt sich mit der Zeit immer wieder ein bisschen auf, aber es dauert auch eine ganze Weile. Das heißt, das nächste Ziel für euch sollte jetzt sein, um effektiv arbeiten zu können, dass ihr auf das Gebäude klickt und wenn ihr Level 5 seid zum Zeitpunkt und 2 Medaillen habt, dann solltet ihr die Tankstelle kaufen. Die ist ganz, ganz wichtig, weil da könnt ihr nämlich immer mit einem Klick euren Traktor wieder aufladen. Nicht unendlich viel, die muss sich dann auch mit der Zeit regenerieren, aber so 2, höchstens 3-mal, ich glaube 2-mal kann man komplett auffüllen. Und beim dritten Mal dann noch zum Teil auffüllen, je nachdem natürlich, wie hoch das Spielerlevel ist und wie viele Tankstellen man auch vor Ort stehen hat. Wir sind jetzt Level 3 geworden und wenn man so rumläuft, dann läuft man ja hier auf diese Mauern drauf. Und ihr könnt jetzt unten links diese Mauer sehen und da steht jetzt, benötigt Spielerlevel 5. Wenn ihr Level 5 erreicht habt, ich glaube, die erste Erweiterung kostet 25 Edelsteine, wenn ich mich nicht irre, dann könnt ihr im Endeffekt dieses Viereck, wo drin ihr euch bewegt, ablaufen und schauen, wo ihr das Land als erstes erweitern wollt. Ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr effektiv spielen wollt, beziehungsweise gerade am Anfang nicht so viele Probleme haben wollt, dass es langsam vorangeht, vermeidet solche Ecken hier. Ja, da sind viele Bäume drauf, die ihr natürlich nutzen könnt, aber da sind auch Hubbel drauf, also diese Hügel drauf und das sogar mit 2 verschiedenen Höhen. Und ansonsten sehe ich zumindest von hier aus nichts, was man jetzt so brauchen kann. Ich glaube, da hinten dieser Teich mit den Fischen könnte vielleicht noch drin sein. Aber hier zum Beispiel ist es sehr, sehr leer bis auf die Bäume. Das da rechts, da kommt man eh noch nicht dran. Das sind immer nur die angrenzenden Felder. Das hier würde schon etwas besser sein, weil ihr habt auch 2 etwas größere Felder an Hühner. Aber ansonsten habt ihr in Anführungszeichen nur Bäume drauf, die euch natürlich auch einiges bringen. Ein bisschen, was ihr noch abernten könnt. Die Blumen hinten sind auch noch wichtig. Also das wäre jetzt nicht das Schlechteste. Schlecht ist nur, dass es hier auch wieder mit den Ebenen runtergeht. Und das ist dann ganz, ganz schlecht zu verarbeiten. Der Bereich, in dem man startet, der ist übrigens immer gleich von der Form her. Und da habt ihr halt immer diese Hubbel drin und da in der Mitte diesen Startpunkt auf dem Hügel. Dieser Bereich hier zum Beispiel, der wäre schon nicht schlecht, hat allerdings auch Hügel drin, wie man sehen kann. Allerdings auch sehr viele Fische, muss man auch dazu sagen.
wo ihr natürlich alle 2 Jahreszeiten von der Zeitspanne her dann wieder die Fische ernten könnt. Die Blumen da hinten sind leider nicht drin, deswegen ist er für mich jetzt nicht interessant. Ich würde dann als erstes diesen Bereich wählen. Der ist jetzt quasi perfekt, weil soweit ich das hier sehen und beurteilen kann, ist soweit alles flach. Man kann auch noch mal auf der Karte gucken. Also wenn ihr hier so diese Zeichnungen drin findet, wo das dann so schwarz schattiert ist und so, das sind dann normalerweise die Erhöhungen, die man hat. Also hier, das sind auch die wenigsten Erhöhungen von den angrenzenden jetzt hier unten. Und hier seht ihr schon, der komplette Bereich hier oben ist flach. Dazu kommt noch mal, dass man hier 2 etwas größere Blumenfelder hat. Die Blumenfelder kann man zwar nicht so schnell wieder abernten. Meistens ist es 1 Stunde auf 2, die ersten Blumen, die man abernten kann, bis man dann wieder erneut abernten kann. Aber man muss nichts machen. Man muss wirklich nur hingehen und sie abernten, wenn sie schon hier drauf stehen. Ansonsten natürlich einmal hinstellen, also kaufen vorher und dann einfach nur abernten. Zudem haben wir hier auch noch Bäume drin, die wir auch noch mal schön ernten können, die natürlich auch noch Geld bringen. Und hier haben wir auch noch mal 2 Blumenfelder. Das ist natürlich das ideale Beispiel gerade. Das heißt, wir haben 4 Blumenfelder, die in dieser Erweiterung drin sind, plus einen kompletten Teil, der flach ist, wo man wirklich alles gerade hinsetzen kann. Zur Not auch alles nebeneinander für den Anfang, damit ihr effektiv arbeiten könnt und effektiv Geld verdienen könnt, um halt im Spiel, ja, ein schönes Spiel zu haben, sage ich mal, und nicht die ganze Zeit irgendwelche Geldsorgen zu haben. Wenn eure Farm dann schon etwas größer ist, und um das mal eben zu zeigen, bin ich jetzt auf eine Farm gegangen, eine Zweitfarm von mir, die schon ein bisschen größer ist, wie ihr seht, die auch schon 2 Erweiterungen mittlerweile drin hat. Diverse Blumen, einige Bäume und auch gut was angepflanzt hat. Level 13 jetzt aktuell. Dann könnt ihr ein Haus bauen. Und zwar drückt ihr hier einmal auf Q, dann hier auf dieses Gebäudesymbol und da hattet ihr normalerweise das jetzt, glaube ich, weiter links. Da könnt ihr dann pro Stufe für 100 Edelsteine ein Haus bauen. Wie man rechts sehen kann, es braucht 4 Bauphasen, um komplett zu sein. Jede Bauphase dauert genau 1 Stunde. Danach könnt ihr dann nochmal draufklicken, dann wird das Ganze quasi wieder freigegeben. Ihr müsst dann allerdings auch wieder 100 Edelsteine dafür bezahlen und die entsprechenden Ressourcen, die angezeigt werden. Ehrlich gesagt habe ich noch nie darauf geachtet, ob es immer die gleichen Ressourcen sind, aber das seht ihr dann auch beim Bau, beziehungsweise wenn die erste Stufe eben gebaut worden ist, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Dann kann man ja noch mal hier ins Menü reingehen und sich anzeigen lassen, was ihr als nächstes braucht. Ich meine aber, es sind immer die gleichen Ressourcen, die ihr dann zur Verfügung haben müsst. Ja, und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr das Haus gebaut habt, dann sieht das Ganze so aus. Ich kann euch das jetzt leider aktuell nur auf meiner privaten Farm demonstrieren. Die ist jetzt auch schon was größer, wie man sieht. Die ist jetzt knapp vor Level 111 mittlerweile. Ist aber auch die einzige Farm, die ein fertiges Haus drauf hat. Deswegen muss ich jetzt leider hier reingehen. Das könnt ihr dann betreten und auch dekorieren. Also die Deko, die jetzt hier mit der Couch und so weiter drin ist, das war schon standardmäßig. Was allerdings noch dazu gekommen ist, das ist jetzt zum Beispiel hier dieses Klavier. Das könnt ihr benutzen. Dann geht unten links ein Timer an. Es gibt verschiedene Sachen, die ihr, also verschiedene Notenblätter, die ihr spielen könnt. Ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, was ihr dann für Ressourcen ausgeben müsst. Ihr kriegt aber auf jeden Fall, wie bei allen anderen Sachen auch, immer ein bisschen Gewinn raus. Und ich nehme an, dass, wenn die DLC-Häuser rauskommen, es auch wieder eine Möglichkeit geben wird, über das Haus Medaillen zu verdienen, dass dann neue Sachen eingefügt werden, die man dann machen kann und dann dementsprechend Medaillen verdient werden können. Das gleiche gilt hier mit dem ja, Kunstwerk, hier mit dieser Staffelei. Genau, so heißt das Ganze. Es gibt nämlich insgesamt ein Klavier, eine Staffelei und man kann 2 Herde ins Zimmer bauen. Mittlerweile ist es auch so, dass man es ins gleiche Zimmer bauen kann. Ihr könnt es natürlich auch in andere Räume stellen, wie ihr das lieber habt. Ich mag es, wenn ich hier reinkomme und direkt alles einmal der Reihe nach ablaufen kann.
Beispielsweise hier bei dem Ofen, da kann ich euch das schon zeigen, da habe ich alles soweit freigeschaltet, was aktuell geht. Wenn man dann auf eins drauf geht, dann seht ihr hier unten, dass es 3 Arbeitsschritte erfordert, dieses Ratatouille zu machen. Das heißt, ihr müsst 3-mal draufklicken und jedes Mal, bei jedem Arbeitsschritt dauert es 4 Minuten, bis das Ganze fertig ist. Jedes Mal müsst ihr dann die 600 Geld und 5 von dem Gemüse bezahlen. Und am Ende erhaltet ihr dann, wenn das Ganze fertig ist, in diesem Fall jetzt das Ratatouille, erhaltet ihr 15 Edelsteine, einmal dieses, ich sag mal, Kochsymbol, diesen Topf und 16 XP in diesem Fall. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss, was sich dann allerdings nicht auf den frühen Start bezieht, sondern eher auf den späteren Zeitpunkt. Ihr seht, also hinten kann man es nicht so sehen, weil das so eine optische Täuschung ist, aber ihr seht, dass diese Farm überall nur Flachland hat, außer hier jetzt gerade, wo das Haus drauf ist. Das kann man auch sehr schön auf der Karte selber sehen. Die Sachen, die ich freigeschaltet habe, das sind diese Bereiche hier einmal rum und das hier, wobei das jetzt hier alles Schnee ist, deswegen hat das jetzt eine andere Farbe. Das ist alles Flachland. Hier die Sachen habe ich noch nicht freigeschaltet, werde ich dann aber auch entsprechend noch zum Flachland ändern. Das kann ich euch nur als Tipp mitgeben, dass es sich ja auf Flachland am besten bauen lässt, weil man tatsächlich alles bebauen kann. Es sieht jetzt noch nicht schön aus. Ich nutze das jetzt alles nur, um Quests zu machen, die Sachen hochzuleveln und so weiter. Und wenn tatsächlich alles von der Farm frei ist, werde ich das dann alles so hinstellen, wie ich das gerne haben möchte. Wenn ihr das auch gerne so machen wollt, dass ihr mehr oder vielleicht auch alles in Flachland ändern möchtet, dann müsstet ihr einmal ins Dorf gehen. Da könnt ihr dann dementsprechend das hier bauen, nämlich die Landschaftsbauagentur. Und zwar, also das müsst ihr dann wieder hier so auf so ein Häuschenschild drauf gehen. Bei mir ist jetzt natürlich schon alles gebaut. Wenn ihr die Landschaftsbauagentur bauen wollt, die haben das Level ein bisschen runtergesetzt. Früher war es Level 30. Mittlerweile, also ab Level 28 kann man es auf jeden Fall schon machen. Ich meine, ich habe jemanden gesehen, der es schon mit 26 hatte. Da müsst ihr allerdings 20 Medaillen für haben. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, wenn ihr die Landschaft bearbeiten wollt. Das heißt, das einmal bauen mit 20 Medaillen und dann braucht ihr hier gar nichts mehr zu tun, sondern könnt wieder zurück auf eure Farm gehen. Und wenn ihr dann wieder auf eurer Farm seid, dann drückt ihr auf Q und das letzte Symbol hier, das ist also so ein kleiner Berg, das ist das Gelände und davon sind die ersten 3 Symbole sind wichtig. Nämlich einmal hier diese Hügelseite Rampe, die kann man dran machen. Dann gibt es einmal Höhe Schräge, das sind, ich nenne sie immer diese Grashügel und Höhe Hügel. Die 2 sind eigentlich am interessantesten, es sei denn, ihr wollt diese Rampen noch dran bauen. Nämlich, wenn ihr sowas habt wie das, was ich jetzt hier im Hintergrund habe, das ist ja das mit ja, diesen braunen, ne, diesen Dreck hier mit dran und mit dem Gras obendrauf, dann müsst ihr das hier nehmen. Für alle anderen normalen Hügel müsst ihr dann das entsprechend nehmen, also immer das, was ihr weghaben wollt oder bauen möchtet. Dafür braucht ihr allerdings 10 Edelsteine pro Feld. Dann klickt ihr einmal drauf und dann habt ihr diese Drohne hier. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil meine jetzt bebaut sind, aber ihr seht schon diese roten Pfeile, die nach oben zeigen. Die kann man zum Beispiel ändern, indem man einmal auf Y drückt, dann zeigen die Pfeile so nach unten. Wenn ihr jetzt hier einen Hügel hättet, wo nichts draufsteht, das ist ganz wichtig, es darf nichts draufstehen, dann könntet ihr mit der Drohne ungefähr hier hingehen. Da müsste das Ganze so, ich glaube, hellblau leuchten. Das ist das Zeichen dafür, dass das in Ordnung ist, dass man es machen kann. Dann einmal draufklicken und dann geht das Ganze um eine Stufe tiefer. Das wäre dann genau das hier, was man jetzt hier sieht. Das ist eine Stufe. Ihr könntet natürlich auch standardmäßig, sind die Pfeile ja nach oben, das hier auch nochmal machen und eins so mit Pfeilen nach oben draufklicken. Dann würdet ihr eine zweite Schicht oben drauf bauen. Ich glaube, bis zu 3 Schichten insgesamt kann man machen. Zumindest habe ich das gelesen. Das gleiche dann natürlich auch mit diesen normalen Grashügeln.
Ja, und so kann man sich dann seine Farm so gestalten, wie man es möchte. Die einen möchten Hügel drin haben, die anderen nicht. Die einen möchten vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, man kann bis zu 3 Schichten auch nach unten gehen von diesem flachen Punkt, wo wir jetzt gerade draufstehen, aus. Ihr könnt natürlich auch die Rampen einbauen, wenn ihr das möchtet, so wie ich das jetzt hier links standardmäßig drin habe. Ihr seht ja auch, die, ja, ich sag mal, Steine oder was auch immer ihr da drauflegen wollt, werden dann entsprechend angepasst und da kann man dann auch entsprechend gut hochlaufen bzw. hochfahren. Ihr könnt aber auch, das nur am Rande, diese Klippen hier sowohl hochspringen wie auch mit dem Traktor hochhüpfen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist auch möglich. Und auf jeden Fall auch effektiv, um hochzukommen. Ja, das waren nun alle Tipps von mir für einen guten Start. Wie gesagt, wenn ihr gut Geld machen wollt, dann solltet ihr euch in erster Linie an Blumen halten. Am besten von allen so ein bisschen gemischt pflanzen. Kartoffeln sind auch immer gut für den Anfang. Später sind auch die Melonen sehr gut, um nochmal Punkte zu machen, also sprich XP und Geld zu machen. Die dauern dann aber auch dementsprechend natürlich länger als zum Beispiel die Kartoffeln. Fische, wie ihr neben mir sehen könnt, sind auch immer gut. Da braucht ihr dann nur einmal die ganzen Fische zu setzen und dann könnt ihr die jedes Mal wieder abpflanzen, wie ihr seht. Dauert dann dementsprechend unterschiedlich lange. Und ja, ich sag mal, die Mischung macht's. Gerade am Anfang könnt ihr ja noch nicht so viel machen. Bäume sind auch immer sehr beliebt. Die braucht man ja auch nur einmal hinzustellen und kann man dann ja auch regelmäßig wieder abernten. Und wie gesagt, bei jedem Level, was ihr höher und wie gesagt, jedes Level, was ihr dann erhöht bekommt, wird dann dafür sorgen, dass ihr dann am Ende auch mehr Geld bekommt von den einzelnen Sachen. Gerade auch bei den Blumen sehr, sehr beliebt. Und ich kann es nur kurz mal zeigen. Das ist mein aktuelles Blumenfeld, also alles, was jetzt oberhalb davon ist. Und bis auf eine Blumensorte, die ich noch so ein bisschen am Hochpushen bin, aber ich habe hier nicht mehr so viel Platz, weil hier noch alles im Weg steht, ernte ich die, ja, so oft wie es geht ab. Ich bin ja auch nicht jeden Tag online hier drin. Und ihr könnt oben schon sehen, ich dümpel dann meistens so zwischen 13 bis 15 Millionen. Dann wird wieder was gebaut, dann geht es wieder ein bisschen runter. Und dann ernte ich die Blumen wieder ab. Dann sind wieder, weiß ich nicht, 1, 2 Millionen mehr drauf. Bei meinem Stand wohl bemerkt. Also ich bin jetzt fast Level 111 vom Land her. Bei den Kleinen ist das natürlich dementsprechend noch wesentlich weniger. Aber je mehr ihr setzt, also wenn ihr euch am Anfang sagt, okay, ich setze jetzt Blumen dahin und ernte die regelmäßig ab, dann werdet ihr natürlich immer so einen schönen kleinen Boost bekommen, dass ihr dann nochmal was Geld dazu bekommt, wodurch ihr dann wieder andere Sachen machen könnt, wie jetzt zum Beispiel Blumen oder Fische setzen oder Bäume etc. Und dadurch könnt ihr dann natürlich wieder Geld verdienen. Also es ist so ein ewiger Kreislauf, wo ihr am Anfang natürlich immer noch etwas weniger Geld habt bei den ersten vielleicht 10, 15 Leveln, aber dann merkt ihr auf einmal, oh ja, die Sachen machen gut Geld, also gut Ertrag dann, gut Gewinn. Und davon setze ich ein bisschen mehr, wie jetzt zum Beispiel der Weizen oder am Ende dann ausgelevelt die Gerste. Die bringt auch immer gut XP und auch gut Geld. Ist auch sehr beliebt, seht ihr auch auf der Seite bei mir hier hinten. Da diese Grünen sind das jetzt hier, das ist mein Gerstefeld. Und damit mache ich dann auch nochmal einen guten Schub. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, wenn ihr den PC ausmacht und ihr wisst, dass ihr erstmal nicht mehr rangeht, zum Beispiel weil ihr schlafen geht, sorgt dafür, dass eure Felder im besten Fall voll sind. Ich muss es jetzt nicht mehr machen. Ich habe auch nebenbei bemerkt, nicht wirklich mehr Platz dafür. Aber gerade am Anfang investiert alles in die Felder rein, weil das Geld arbeitet. Selbst wenn ihr die Sachen gar nicht braucht, ihr levelt damit die Sachen, beispielsweise jetzt Karotten, und ihr könnt die natürlich auch direkt wieder abernten und habt dann das Geld, was ihr investiert habt, mit Gewinn am nächsten Tag, wenn ihr wieder online geht, auch direkt wieder zur Verfügung. Ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat. Und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.